Carlo Schmettau betrachtet seine Schmuckstücke. Der Uhrenhändler an der Müritz führt den Familienbetrieb weiter, hat eigentlich kaufkräftige Kundschaft. Doch seit er das Geschäft nach dem Lockdown wieder aufgemacht hat, sind die Kunden vorsichtig geworden. Kaum jemand weiß, was die nächsten Monate bringen. Kann ich mir das noch gönnen? Habe ich ein gutes Gefühl dabei? Habe ich Lust und Spaß, mir was zu gönnen? Und das merken wir schon. So geht es nicht nur Carlo Schmettau. 58% der Menschen halten zwar ihre wirtschaftliche Situation für gut bis sehr gut, aber 46% befürchten eine Verschlechterung, 12% sogar eine gravierende. Zwei Gruppen sind jetzt schon besonders betroffen. Das sind in hohem Maße vor allem die Selbstständigen und freiberuflich Tätigen. Und das sind diejenigen, insbesondere aus den schwächeren sozialen Schichten, die jetzt um ihren Job wirklich fürchten. Trotz der Sorgen, man sei bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Den Akteuren werden gute Noten ausgestellt. 92% sagen, die Krankenhäuser hätten einen guten Job gemacht. Immerhin auch 74% sagen das über die Bundesregierung. Nur rund 50% sagen das über Schulen und Kommunen. Alles nur eine Verschwörung, Corona eine Erfindung. Immerhin 27% denken, da könnte schon was dran sein. Dafür gäbe es einen begründeten Verdacht. Und sogar 73% der AfD-Anhänger glauben solchen Verschwörungstheorien. Übertrieben fand auch Carlo Schmettau den harten Lockdown, zumindest für das dünn besiedelte Müritzgebiet. Also wahrscheinlich ein Sechser am Lotto zu bekommen, ist höher als sich mit Corona zu infizieren. Also ich habe sie vornherein für unverhältnismäßig gehalten. Schmettaus größte Sorge jetzt, für eine zweite Corona-Welle den Laden wieder schließen zu müssen.